Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Gornel. Wir sind zurück bei Mario und Luigi und wir haben den Mega-Fortschritt im letzten Part gemacht, den Mega-Mega-Fortschritt. Wir sind quasi die Fortschrittkönige, die Progresskinder, wir sind die Kinder der Kinder, des Kind der Kindeskinder, wir sind die Kinder des Erfolges, wir sind die Kinder der Wissen, Heid, Macht, Gedöns. Ja, man merkt, das stimmt alles nicht, was der da sagt. Ja, das ist alles so. Wasserweitspritzformel. Hinten Hammer, vorne Wasserbauch, gleich Wassergeschoss. Praktisch beim Beschuss weit entfernter brennender Gegenstände. Okay. Also hinten Hammer, vorne. Das wissen wir doch schon, oder? Was muss ich jetzt machen? I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Too sexy, yeah. Ja, das war irgendwie nicht so richtig. Von da oben komme ich, ne? Ja. Ist hier irgendwas? Nee. Okay, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich weiß es nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich will mich nicht zu früh freuen. Ich schätze mal, ich muss da rüber schießen. Ja. Falsch geschätzt. Dann vielleicht auf den Schalter. Ich weiß es nicht. Oh, dieses Spiel macht mich noch ganz kirre. Vielleicht muss ich auf die Maus schießen. Probieren wir es. Aha. Boah, die arme Maus, ey. Das ist schon ein bisschen lustig. Naja. So, was passiert jetzt? Ah, wunderbar. Jetzt geht da oben die Tür auf, oder? Okay. So schließt sich der Kreis dann irgendwann. Da, wo wir irgendwie fast als erstes waren, da müssen wir jetzt wieder hin. Und da kommen wir dann wahrscheinlich nach Lugmilla und dann besiegen wir Lugmilla und dann retten wir die Stimme von Peach und den Sternscheiß und dann haben wir das Spiel gewonnen. Yeah, wir sind die Besten. Das wird also wahrscheinlich hier der letzte Part. Natürlich. Ja, leider nicht. Das heißt leider nicht, ne? Ist es jetzt nicht so schlimm, denn mir macht das Spiel trotz allem Spaß. Ich hoffe, das ist ersichtlich. Natürlich macht es mir Spaß. Warum sind da drei Peaches? Aber Vorbereitung beendet. Meisterin, wir können die Sternbunde jederzeit mit dem Klang von Prinzessin Peach Stimme aussetzen. Endlich wird sich die Welt von mir verneigen. Ja. Lugmilla. Ich will echt nicht stören. Ich will wirklich. Ich denke, wir können über alles reden, oder? Ich will wirklich nicht stören. Ich finde ja auch schön, dass du so. WTF. Hallo? Hallo? Achso. Ich bin so schlecht, das ist der Wahnsinn. Also, Lugmilla, ich will wirklich nicht stören, aber... Peach, Stimme ab! Brablub, brablub, brablub! Das war jetzt nicht Peach Stimme. Oh, das sieht nicht gut aus, Lugmilla. Das sieht wirklich nicht gut aus. Du machst da irgendwas... Ah, Lugmilla, bist du denn des Wahnsinns, ey, du... Ich muss jetzt nicht gegen den Stern kämpfen, oder? Ich wollte schon sagen. Wieso? Warum? Ein unerwartetes Ereignis. Was wird aus unserem Plan? Na, gekrümpft. Ihr wagt es uns in dieser Situation zu stören. Wie sie aussieht, ey. Wir haben keine Zeit mit euch zu spielen. Das war gut, Luigi. Aber warum eigentlich nicht? Wenn ihr es so wollt, dann kommt doch. Ich puste euch zurück in euer Pilzkönigreich. Ja, dann hab ich den Ball. Jetzt entspann dich mal, ey. Dann hab ich mir wenigstens den Weg gespielt. Ja, Lugmilla. Ach so. Eine Tonne? Oh, ich habe ihr Wahres nicht getroffen, oder wie?
Was bedeutet denn dieser 1T? Keine Ahnung. Welches ist mein wahres Ich? Ihr wisst es sowieso nicht. Kann man es irgendwo ran erkennen? Nee, das war's nicht. Hey, ich bin noch über das. Ich bin noch über die scheiß Fledermaus drüber gesprungen. Das war's auch nicht. Naja, ich bin aber jetzt dran, oder? Achso, jetzt kommen erstmal die Fledermäuse. Oh, ey, wie kann man denen denn ausweichen? Wieso bin ich nicht dran? Sie ist so stark. Es ist so peinlich, es ist so peinlich. Okay, komm, jetzt machen wir einen richtig guten Ops, Bruder. Warum war denn der zweite vorbei? Seit wann? Woran erkenne ich sie denn? Kann ich sie wirklich an nichts erkennen? Naja, wir nehmen erstmal eine Runde Pilze, würde ich sagen. Sicher ist sicher. Luke Miller. Ich weiß nicht genau, woran kann ich dich erkennen? Kleines Baby. Ach so. Okay. Ich wollte gerade sagen, ja toll, jetzt weiß... Oh. Ich wollte gerade sagen, jetzt weiß ich ja, wer es ist, aber... Schade. Der Schaden wird jetzt nicht zählen, ne? Weil es war... Das Gute ist halt, es war ein kritischer Treffer, aber... Warum ist Luigi so weiß? Nein, Luigi! Oh, schon wieder der Falsch, oder was? Das ist aber jetzt wirklich ein bisschen unfair. Okay, man muss einfach echt... Man darf nicht mit beiden gleichzeitig springen. Ja gut, wenn ich mit beiden gleichzeitig springe, dann... Verliert immer einer. Na, scheiße, ich habe keine Nüsse. Fuck. Und du brauchst eine Frischwurz. Oder so. Und zwar dringend. Ja, ich muss ihm eine Frischwurz geben. Oh, fuck, ey. Das wird ein harter Kampf. Also, Luke Miller ist hier wirklich ein ziemlich krasser Gegner. So, dann machen wir nochmal einen Hops, Bruder. Ach nein, ich... Ach, was bedeutet das extra? Weiß ich nicht. Das müsste ich auch mal in Erfahrung bringen. Ja, dann kommen wir den Hammer auf in der Mitte irgendwie. Ah, das ist sie. Nein! Ja, das ist jetzt nicht. Oh, aber wie soll ich denn Hops, Bruder, machen, wenn ich nicht so wirklich weiß, wer sie ist? Also, muss doch auch mal eine Phase im Kampf geben, wo ich weiß, wer sie ist. Ich könnte jetzt natürlich auf gut Glück versuchen. Ja, es war mir fast klar. Die Fresse, Luke Miller! Meine Güte, ey. Oh, ist doch zum Kotzen. Nee, ich bin wieder vergiftet, ey. Nein. Und jetzt klonen die sich schon wieder. Meine Fresse, ey. Ja, komm. Oh, ist doch zum Kotzen. Hier, Fresse und Frischwurz, bevor du dir wieder 6 KP verlierst. Das bringt doch alles nichts, Mann. Das war auch wieder die richtige. Kannst du auch was anderes machen? Was soll das denn? Ich kann doch nicht die ganze Zeit raten, wer du bist. Das war schon wieder die richtige. Ja, jetzt kann ich Nobs, Bruder, machen. So. Wieso geht der vorbei? Was bedeutet dieses extra? Ich weiß es nicht. Na, ja, das ist sie nicht. Halt die Fresse, Luke Miller. Du bist ja noch nicht mal Luke Miller, der da lacht. Da lacht mich irgendjemand aus, was noch nicht mal Luke Miller ist. Wunderbar, wunderbar. Die vergiften. Ich darf mich nicht von denen treffen lassen. Und bam, auf deinen Kopf.
Du langweilst Luke Miller und wie und wie und wie und wie. Was mache ich jetzt? Sprung auf dich, weil du bist es eh nicht. Doch, haha, wie war's? Oh, wunderbar. Und jetzt machen wir deinen Hops, Bruder, und diesmal bitte den richtigen. Warum mache ich den immer vorbei? Was mache ich denn falsch? Okay, sie macht immer zwei Blitze. Ja, es ist eigentlich nicht so schwierig, ne? So, Platsch, Bruder. Boah, 45, geil. Ja, ich habe keine. Nehme ich eine Nuss, eine Sirup? Eine Sirup. Ich nehme einen. Ich halt die Fresse, Cornel. Konzentriere dich auf den Kampf. Danke, okay. Nein, nein. Nein. Hätte ja klappen können. So, mach einen Platz, Bruder. Und bam, wieder 45. Was für sture Klempner, als hätte ich alle Zeit der Welt. Bring mir zu Ende! Übertreib doch nicht immer direkt, ey. Super, eine 33. Ja! Boah! 900 Erfahrung. Habe ich sie jetzt besiegt oder hat sie einfach keinen Bock mehr gehabt? Das ist so eine Sache, die kann man nicht genau wissen. Okay, plus 1, plus 1, plus 2, plus 2, plus 3 in der Geschwindigkeit. Ja, bei Mario ist das gut, aber... Ja, okay. So, Blütenpunkte haben mir eigentlich... Ja, haben mir eigentlich fast schon gefallen. Ja, das ist eine 1 bei, wenn ich das mache, kriege ich Ärger. Das sieht nach... Das sieht ganz gut aus. Geschwindigkeit will ich nicht. Höchstens vielleicht noch den Bart. Der sieht auch ganz gut aus, glaube ich. Ich kann das immer nicht so genau erkennen. Ne, machen wir mal Verteidigung. Plus 2 ist wieder... Ja, das lässt dich nicht jubeln, aber es ist immer ein solides Level. Besser als plus 1. Ja, man muss es ja auch irgendwo positiv sehen. Du kriegst keine Blütenpunkte, dafür 3 in der Angriff, 3 in der Verteidigung. Das ist natürlich wunderbar. Hier geben wir dann nochmal ein bisschen Crit. Wie auch plus 2, besser als plus 1. Ja, ich denke mal, damit kann man leben, ist in Ordnung. Krimpf, hab, fünf. Wie konnte das? Ich bin der Luke Miller. Herr Ring, Luke Miller, ganz ruhig. Was sind das für Stimmen? Ich weiß es nicht. Sie kommen aus mir heraus. Mit dieser Maschine sauge ich eure Energie auf. Was machst du da, Junge? So kannst du. Boah, der hat sie runtergeschluckt. Jetzt habe ich Angst. Oh, mein Krankfried. Noch einen letzten Hieb. Gegen diese Frechlinge. Verstanden, anden. Entschuldigung. Prinz Kamek. Superheld. Super Typ, ey. Boah, Prinz Kamek, ey. Wow. Geiler Typ, ey. Wenn ich diese Haare hätte. Geil, das wäre toll. Schnell, in den Keller. Da finden wir die Sternbohne. Oh, zu gut, ey. Was? Die Sternbohne ist wild geworden, als die Stimme von Prinzessin Peach gehört hat? Warum die Sternbohne so auf die Stimme der Prinzessin reagiert hat? Dahinter steckt ein extrem erstaunliches Geheimnis. Wir können reden, wenn wir die Sternbohne wieder an ihren Platz gebracht haben. Schnell, folgt mir ins untere Geschoss. Boah, bist du ein ekliger Baron, ey. Spring doch einfach da runter, Jungs. Oh, jetzt muss ich echt runterlaufen, oder wie? Dann gucken wir uns hier erstmal um. Was gibt's denn hier? Noch ein paar Items abzustauben, eventuell? Wahrscheinlich nicht. Danke. Ich habe ja nur ein paar verbraucht. Ein bisschen Frischwurz oder so wäre eventuell ganz cool. Hochschulkeller, ja. Das hätte ich mir fast denken können. Ja, wollen wir das im nächsten Part machen? Ich weiß nicht genau, ich habe nicht auf die Uhr geachtet. Ja, ich bin ein böser Junge. Aber ich glaube, es könnte langsam an der Zeit sein. Ja, da habe ich jetzt nur ein paar Münzen verbuddelt, aber ist auch nicht so schlimm. Oh, der Block ist scheiße. Was heißt, der ist nicht scheiße, aber der dauert auch immer so lange. Wie oft will Mario denn noch dagegen springen? Ah, es war eine sehr aufregende Folge. Der Kampf war krass. Und, ja.
Super Bild, super Frischwurz wäre cool. Kann man, gibt's nicht auch einen Itemladen? Wir müssen mal eine Supernuss haben wir übrigens bekommen. Okay. Ja komm, machen wir noch einen Kampf. Was soll's? Was soll der Geiz? Machen wir noch eben die zwei Kämpfe. Wen töten wir als erstes? Machen wir einen Platschbruder auf den Hund. Warum? Das hab ich nicht verstanden. Ich hab doch den richtigen Knopf gedrückt, oder nicht? Das kann ich mir nicht erklären. Ich bin mir sicher, dass ich den richtigen Knopf gedrückt habe. Warum gingen die alle drei vorbei? Manchmal ist es wie verhext, ey. Ich habe jetzt gerade echt kein... Diese Gegner. Boah, Hilfe. Bam. Hast du davon? Kommt davon, wenn man sich mit mir, Mario und Luigi anlegen will. Ist auch irgendwie dumm. Man ist eine Mehrzahl. Aber das kenne ich ja nicht anders. So. Ich glaube, du wirst gelb. Ja. Wunderschön. Die folgender Jeans. Davon haben wir jetzt schon tausende. Nein, nein. Bäm, auf deinen Kopf. Kollege, wieder so ein Hund. So, ich probiere es nochmal. Ein Platschbruder. Und bäm, bäm und bäm. Vorbei, egal, 49 Damage. Reicht locker, locker, flockig. Zack, und du springst auch nochmal drauf. Wunderschön, wunderschön. Ich bin entzückt. Das hat doch hier mal bei Asterix und Obelix, der mit der Klarinette, ne, mit dem komischen Ding. Naja, wir machen hier im nächsten Part weiter, würde ich sagen. Dann kämpfen wir auch noch gegen den da vorne. Und wenn es euch gefallen hat, schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann, ciao, tschüss, euer Cornel.